So, hey, willkommen zu einer neuen Runde von The Cycle. Ich bin mal in dem Hub, welches jetzt am Anfang statt dem Ladescreen da ist. Und ich wollte es euch mal zeigen, weil ich finde das echt cool, weil das sind meistens hier immer irgendwelche Leute. Hier war ich auch schon ein paar Mal. Und dann wird hier die Karte angezeigt. Ist anscheinend leider die alte Karte. Was ich aber in Ordnung finde. Ich meine, beide Karten sind echt cool. Dann sieht man hier oben, welche Missionen man noch machen muss. Also halt hier Pilze, Ablink, Kristalle und Dings. Und dann hat man diese wunderschöne Skybox mit diesem zerbrochenen Mond, schätze ich mal. Und dann oben diese Station. Moment, ich kann mich da, glaube ich, oben draufstellen, wenn ich es geschafft hätte. Und dann kann man da oben den Mond sehen und alles. Ich finde das echt cool, solche begehbaren Hubs sind irgendwie voll cool. Weil es ist besser, als dass man irgendwie in einer Warteschlange herumsitzt. Ich meine, wenn man AFK sein möchte, kann man auch währenddessen irgendwas anderes machen. Und ich habe jetzt einen coolen neuen Waffenskin für meine Pistole, weil der kostenlose Battle Pass hat ja auch so ein paar Skins und so. Und ich finde die cool. Ich mag das. Also, ich habe bisher deshalb noch kein Geld ausgegeben. Einfach nur, weil, gut, ich habe es dann eine Zeit lang nicht gespielt und so weiter und halt die Sachen sind auch relativ teuer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich habe mir die Preise nicht nochmal angeschaut, aber sonst beim letzten Mal, wo ich geguckt hatte, waren die dann doch relativ teuer. Und an sich ist es ja nicht wichtig, sind ja nur Skins und so. Deshalb, wenn ihr euch was kaufen wollt, auf jeden Fall tut das, wenn ihr halt Lust habt und das Geld dazu habt. Also jetzt nicht irgendwie Geld ausgeben, welches ihr nicht habt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen schade, dass man jetzt nicht irgendwie alles wieder freischalten kann, sondern halt Sachen kaufen muss und so weiter, aber immerhin kriegt man etwas und das ist dann auch in Ordnung. Und klar, irgendwie ist es ein kostenloses Spiel. Entweder die machen es, sorgen dafür, dass es halt Geld kostet und man kann sich dann Skins kaufen. Moment, man kann sich spielen. Entweder sorgen sie dafür, dass es dann Geld kostet und dass die Skins dann kostenlos sind und halt alles, was im Spiel ist, oder man sorgt halt dafür, dass es halt kostenlos ist und verkauft dann Skins und so. Wobei, das Gute ist halt, dass ja wirklich nur Skins verkauft werden und nicht irgendwie Waffen und so weiter. Dass es halt auch schön spielerisch fair bleibt. Sowas finde ich in Ordnung. Das macht Overwatch ja auch. Oder Paladins, aber bei Overwatch finde ich es komisch, weil ich meine, Paladins ist im Vergleich zu Overwatch ein kostenloses Spiel. Und dort kann man ja lediglich halt auch nur Skins kaufen. Aber, naja, man kauft sich halt vorher ein ganzes Spiel. Und dann kann man sich dort noch die Skins kaufen. Gut, man kann sie auch kostenlos freischalten, indem man halt auflevelt und so weiter. Ich schätze mal, jeder von euch kennt das mit Overwatch. Aber ich finde es schon ein bisschen komisch, wenn man dann in einem bezahlten Spiel dann noch so viele Sachen hat, die man freischalten kann, weil früher konnte man sich das gar nicht vorstellen. Ich nehme mal die ASP zur Abwechslung. Früher konnte man sich das gar nicht vorstellen, würde ich mal behaupten. Und heutzutage ist es irgendwie voll gang und gäbe. Aber immerhin gibt es noch so ein paar Devs, die halt dann nicht so wirklich auf nur Profit gehen wollen. Weil ich meine, für jeden von euch, der es halt kennt, Satisfactory. Dem ist halt so eine Art Ingame-Shop hinzugefügt, aber halt ein Ingame-Shop, wo man mit den Sachen, die man in-game halt verkaufen kann, letztens Skins und Teile bekommt für sein Spiel. Gut, es ist auch kein Multiplayer-Spiel und so weiter, aber sowas finde ich in Ordnung, sowas finde ich cool. Ich schaue sonst den Destroyer heutzutage. Ey, hör auf damit. So, nachdem ich jetzt die ganze Zeit über Skins und Ingame-Payments geredet habe, versuchen wir hier ein paar Viecher zu töten. Und ein paar Missionen zu erreichen, weil im Moment habe ich null erreicht. Und kriegt die ganze Zeit viel zu viel Schaden. Ist noch eine. Was hat mich von da unten angeschossen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sammeln wir hier ganz viele Pilze ein, weil es gibt Unmengen an Pilzen. Und ja, dann hoffentlich mal solche schönen Punkte machen. So, der haut ab, aber ich will ihn nicht abhauen lassen, weil das sind Auftragspunkte. Oh, schade, ich habe ihn nicht erwischt, aber ich bin ganz nah dran. Halt, so. Und zack. Du kannst dich wegporten. Du musst nicht jedes Mal warten, bis ich auf dich schieße. Ja, yeah, dadurch sind wir Achter geworden. Okay, jetzt geht's ein bisschen hierhin. Wir können die Kristalle machen, hier sind ja ganz viele Kristalle in der Nähe. Aber ich glaube, Pilze sind wichtiger, weil ich habe gerade schon echt viele dabei. Dann muss ich so weit weglaufen. Okay, dann habe ich mir da noch ein paar Pilze. Und danach werden die das abgegeben, weil, naja. Ich habe 850, oha, das gibt einige Punkte, würde ich sagen. Habt ihr eigentlich mal die ganzen Missionen, diese Lost Prospector-Dinger gemacht? Weil ich meine, jetzt habe ich ja hier unten, ich kann es jetzt nicht mit der Maus leider nicht hinzeigen, aber da wird mir hier angezeigt, hey, mach doch diese Lost Prospector-Mission, dort kannst du dann dir Dings holen. Also diese Story-Sachen hier ungefähr. Ah, die habe ich bisher noch nie gemacht. Die kann man gleich nur im Singleplayer machen und kriegt dann so ein bisschen Lore von dem Ganzen. Aber ich weiß es halt nicht so recht. Ich glaube, man kriegt sogar, nee, man kriegt keine Punkte dafür, das wäre ja unfair. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob man Punkte dafür bekommt.
Jetzt haben wir uns einen Uplink. Ich meine, wir könnten den Kastell machen, aber ich glaube, das mache ich erst danach. Zuallererst mal zum Uplink gehen, den kurz einnehmen, weil da gerade eh niemand ist und dann die Pilze abgeben. Hier ist auch niemand. Nö. Okay, sehr schön. Perfekt. Die Bots haben mich auch nicht gesehen, dass sie mir auf die Nerven gehen. Jetzt noch ganz schnell ganz viele Punkte machen. Weil ich finde es echt doof, dass ich jetzt mit 1150 Dingen herumlaufe, also Pilzen, und irgendwie nicht dazu komme, die abzugeben. Ach ja, und noch eine Kleinigkeit, man kann mittlerweile auch rutschen, also als jede Klasse, aber nur so ein klein wenig von dem her. Das ist ein Spieler. Sonst habe ich seinen Spielernamen gesehen, ich weiß nicht wieso. Okay. Der hat eine Core. Weiß nicht, ob die Pfeilpistole immer noch so stark ist. Shutting down. Error. Ich glaube, er hat es einfacher in der Luft zu greifen. Weil meine echt unpräzise ist. Oh ne, Zecke, bitte nicht. Okay, ich hab ihn. Sehr schön. Okay, perfekt. Puh. Ja, es war doch am Ende sogar echt knapp, aber ich habe meine Pilze noch und kann sie gleich abgeben. Ich glaube, die habe ich sogar gerade die ganze Zeit abgegeben, vergiss es. Weg mit der und gleich haben wir es. Und perfekt. Ach man, jetzt filmen wir noch ein paar. Ja, komm, machen wir dieses Lost Prospector. Wenn ich es schon drauf angesprochen habe, dann können wir doch mal vorbeigucken. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Ding, das man aufheben muss und dann kriegt man für diese Lore. Und die kann man, glaube ich, dann im Menü einfach nachlesen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich habe es mal vor Ewigkeiten gemacht, dass es irgendwie zum ersten Mal dabei war. Oh, da ist ein Spieler. Willst du bitte da bleiben? Ich glaube, der ist ja nach oben geklettert, oder? Hm? Nee. Na gut, dann halt nicht. Ist der abgehauen? Ich hoffe es doch. Dann hole ich mal diese Mission hier ab. Ja, guck hier. So, dann laden wir das hier kurz runter. Ich weiß nicht, kriege ich einen Punkt? Ich habe 45. Und? Nee. Ah, stimmt. Dann kann man dorthin gehen und dann kriegt man dadurch irgendwie... Ich glaube, man kriegt sogar tatsächlich noch Punkte dadurch. Und die Lore. Okay, jetzt müssen wir noch vom Planeten runterkommen und dann... Passt es auch. Oh cool, ein Cycle-Ausbruch. Ja gut, dann können wir uns hier richtig schön viele Punkte holen. Und jetzt will ich noch eine Sniper haben. Ist es dann doch etwas sicherer? So, was haben wir? Das braucht noch ein bisschen. Kann ich in der Zeit noch was machen in der Nähe? Ich kann mir einen Uplink da hinten kurz holen. Da hinten ist ein Spieler. Hallo Spieler. Ach komm, genau immer beim letzten Schuss muss ich nachladen. Ich will den haben, ich wollte nämlich seinen Pilz haben und den Spieler. Wo ist er hin? Ach so ein Mist, Mann. Schade. Dann können wir die Pilze gönnen. Ich glaube, ich gehe zurück. Ich könnte noch einen Uplink holen, aber ich glaube, da werden gleich eh so viele Spieler sein, dass es sich gar nicht lohnt. Da gebe ich kurz einfach mal den... einfach die Pilze ab. Das ist ein Spieler. Kurz nachladen. Wo ist er hin? Da. Und weg. Was habe ich davon vorhin? Nee, ich cycle nicht. Huh. Ich muss kurz in Deckung gehen. Weil es gerade echt unangenehm. Kann ich kurz das hier haben? Danke. Boah, wie viele Blitze schlagen hier noch neben mir ein? Ist ja echt unangenehm. Ich habe meine Pilze sogar noch dabei. So und so. Ach stimmt, das sind nur die ganz kleinen. ich will hier nicht mehr sein. Aber die sehen halt echt cool aus, die ganzen Blitze. Kann dieses blöde Spawn-Viech hier sterben? Ich weiß gerade nicht mal, wie es heißt. Oh, da sind, das sind Sturmviecher, die jetzt sogar noch in der Cycle spawnen. Wie cool. Die sind halt nur wahrscheinlich arschgefährlich. Die Blitze waren ja nicht genug, hä? So, kurz mal. Ich muss das Ding ja töten.
So, schnell das Ding hier aufheben. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Jetzt noch das hier. Weiß nicht, wie viele Punkte ich jetzt damit alles machen kann. Ich hoffe, dass jetzt kein Spieler hier ankommt und versucht, mich umzulegen. Alles echt unangenehm. Da hinten ist ein Spieler. Sehr schön. So, den Spieler noch schnell getötet. Komm schon, ich will noch ein paar Punkte haben, bitte. Mir doch egal, aua. So, ah, das bringt gar nichts mehr. Nee. Nee, gut. Ach nee, ich noch die Granate mit. Ist aber cool, wir haben es gerade geschafft, zwei Spiele zu töten. Okay, jetzt hier noch ein paar Pilze in der Adrenalinspritze. Nee, ich behalte die Granate, die ist, glaube ich, ganz cool. So, richtig schon viel Pilze noch hier. Ja, nice, dann gibt es noch mal Punkte. Nee, die Sachen möchte ich nicht. Ich könnte eigentlich meine Waffe noch upgraden. Wir haben nur 6 Minuten, ist halt die Sache. Ich glaube, ich kaufe mir einfach noch die Manticore. Und tausche die Pistole dafür aus. So. Oh, Heizsäcke. Aua. Immer machen die nicht mehr so unglaublich viel Schaden wie vorher. Es klingt gerade nach einem Spieler mit einem Granatwerfer. Und wirklich cool aussehenden Viechern. Na komm, wir töten die. Ja, da hinten ist ein Spieler. Da sind zwei Spieler. Und ich habe beide erledigt. Ach, wie schön. Ey, versteck dich da hinten nicht. Und weg. Perfekt. Kann ich das hier sogar noch machen? Ja, Turret, hört mal auf. Ach, die haben es gleich kaputt. Oder doch nicht? Oh, cool. Die haben für mich sogar Kristalle gemacht. Ja, sehr schön. Ach, wie gut. Da habe ich den einfach abgenommen. Perfekt. Wie viel hat der erste? 225. Brauche ich ein paar Punkte mehr. So. Okay. Hier die mitnehmen und die mitnehmen. Lohnt sich es noch? Ich glaube nicht. Wobei, hier sind noch ganz viele Pilze in der Gegend. Ich könnte auch runtergehen und kämpfen. Aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht mal. Weil sonst sterbe ich vielleicht noch oder so. Deshalb... Ja, ich sammle einfach ein paar Pilze hier auf. Wieso sehen die jetzt eigentlich so aus? Das ist einfach nur ein... Weil die halt jetzt stärker sind. Ja, ich glaube, die geben auch wesentlich mehr Geld. Ich hoffe, mich zu spucken. Danke. 1400 Pilze. Ja gut, die gebe ich jetzt sofort ab. Ist ja richtig nice, wie viele Pilze ich nochmal bekommen habe. Ich muss noch alle Waffen durchladen, weil da ist doch gleich sicherlich irgendwo ein Gegner. So... Natürlich steht ein Turm. Da unten ist er. So, und weg mit dir. Hat sich geportet. Vergiss es. Und weg da. Sehr schön. Ach, das funktioniert so richtig gut, Leute zu töten. Und irgendwie, ich kaufe am meisten mit der Sniper. Ich weiß nicht wieso. Aber ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht unbedingt dafür. Deswegen könnt ihr bitte aufhören zu existieren, ihr blöden Zecken. Aua. Na cool, der hat ja auch noch Pilze dabei gehabt. Aua. Ich bin Erster. Perfekt, okay. Lohnt es sich noch, die abzugeben? Ich glaube eigentlich nicht. Ich gehe eher zum Evakuierungsschiff. Und los geht's. Ach man, wie cool die Map einfach aussieht. Und wie die Grafik einfach so richtig schön ist von allem. Okay, ich wurde überholt. Verdammt. Wenn ich dieses Ding aktiviere, die Anlage, kriege ich dann genug Punkte, um ihn zu überholen? Nee, ich glaube nicht. Ach nee, ich lasse es lieber. Das bringt es wahrscheinlich eh nicht. Vielleicht kann ich noch einen Spieler töten oder so. So, soll ich direkt evakuieren? Jetzt bin ich gerade verdammt. Nein, ich hätte vielleicht doch noch das eine machen sollen. Naja, was soll's. Hat ein Spieler erwischt? Ich glaube nicht, oder? Hm.
Ist der Spieler noch direkt hier? Der war doch gerade hier. Da hinten. Ach nee, ich gehe lieber. Nee, danke. Und tschüss. Ich bin sicher, jetzt habe ich gegangen. Ach cool, dadurch bist du noch Zweiter geworden. Sehr schön. Oh, jetzt bin ich doch Vierter. Hä, wieso steht da gerade Zweiter? Naja. Wobei, wir sind Zweiter mit drei anderen. Ist doch in Ordnung. Für das, dass ich nicht so wirklich gewohnt bin, Cycle zu spielen. Hat's auch echt gut geklappt. Ich meine, wir haben einige Leute getötet. Wir haben einfach 7 Leute getötet, oder? Zumindest genockt. Und 105 Punkte durch die Pilze. Ach, wie toll. Na gut dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ihr nicht die Superteile Superglocke zeigt, ihr wir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.